So, guten Morgen. Was ist denn hier mit der Pizza? Die wollte Anu eigentlich essen, aber es schmeckt ihr zu sehr nach Hawaii. Gut! Diese schweren Bücher, ey. Hat er auch. Hat er schon zu Hermes gebracht. Hast du schon gemacht? Ja, ja. Hast du mir das schon gemacht? Einen Karton? Drei kleine Kartons in einen großen Karton. 23 Kilo. 23 Kilo, du hast. So hast du doch ganz gut geschätzt mit deinen 4 Kilo pro Buch. Ja, wie viel sind das? 6. Mal 4. Macht 24. Ja, 23 Kilo sind jetzt am Ende gewesen. Ja, unglaublich schwer für 6 Bücher. Insgesamt ist der Stapel ja nur so hoch. Ey, unheimlich schwer, oder? Besser als die Lehrer. Wahrscheinlich muss deinem Lehrer nur irgendwie was zeigen, weil er mit seinem iPad nicht langkommt. Auf dass ich die Lösung bin. So, Kinder, und da ist nun das Problem. Wie würdet ihr das lösen? Genau. Heutzutage ist das dann so. Lehrer forscht. Jugend forscht oder Lehrer forscht. Das ist auch schon Computerunterricht. Ja, ich auch, aber du hast nicht für Computer, meine Güte. Ich habe mich so dämlich angestellt, weil ich wollte das auch irgendwie, also ich habe irgendwie so eine Abneigung zum Computer gehabt, das war für mich nicht, das war für mich irgendwie nicht das, was ich können wollte. Computer. Und meine Freundin und ich, wir hatten Gott sei Dank einen Computer zu wenig in der Klasse, mussten wir zusammen an einen Abend, wenn man es freiwillig gemeldet wird, beide keine Ahnung. Und dann war es leichter zu ertragen, weil wir beide mal nicht wussten, wohin. Und sie konnte keinen Doppelklick, weil sie, das hat sie irgendwie nicht gekriegt mit der Motorik. Ich kann keinen Doppelklick. Nee, sie konnte keinen. Ja, aber das du einmal und sie immer. Oder sie immer und du gleich ja, nochmal. Sie hat alles gemacht, dann ich habe immer die Doppelklicks gemacht. Ist nicht wahr. Oh wei. Zeiten, die aussahen. Das ist ja nur normal. Ich meine, immer zurück. Obwohl, zu Ostzeiten sahen sie alle gleich aus. Wie auch. Man, der Uri da. Da denkt man, hey, mal, dass sie sehen alle gleich aus in der Zeit. In den 90er Jahren, 80er Jahren. Ja, jetzt denkt man ja auch alle, oh, wie einzigartig. Wie individuell. Und dann guckst du irgendwann in 10 Jahren, 20 Jahren, sehen die auch wieder alle gleich aus. Alle diese Oversize-Klamotten, alle Hipster-Bärte sind total in. Ja, bei mir sind nur Faulheit, oder? Was ist los denn? Guten Morgen, liebe Leute. So, ich bin jetzt schon drüben in der Wohnung. Ich werde jetzt hier ein paar Fotos machen. Und dann... ja. Läuft der Tag so an. Also, Kind ist in der Schule. Die anderen Kinder sind in der Kita jetzt. Oder werden gerade gebracht. Falls was Aufregendes passiert, zeigt es. Wie bitte? Voller Tatendrang. Ich ja. Ihr seid aus der Tür raus. Ich voller Tatendrang marschiere ins Kinderzimmer, um die Kinder zu wecken. Sonst habe ich die meistens immer noch kurz liegen lassen. Oh, ich bin so ins Schwitzen gekommen. Und nur angeschrien eine Stunde lang. Oh Mann, alles. Ich stelle jetzt ein paar Sachen ein. Bei eBay, ich hab die fotografiert schon drüben. Toll, ich schaff gar nichts, weil ich schon angebrüllt wurde. Weil du so angebrüllt wurdest, schaffst du nichts. Nee, das klassisch nicht. Gelten die Ausreden. Eine ja. Stunde! Naja, eine Stunde ist eine Stunde, aber der Tag hat ja mehr als eine Stunde. Die Stunde. Nö, die hast du verbracht mit anbrüllen lassen. Das ist doch effektiv genutzt worden. Aggressionsabbau bei Kindern ist auch wichtig. Ja, und dann sitzen wir da und wollen die Kakao trinken. In der Kita, wie ausgewechselt. Switch, so ist es mit Kindern. Skadi hasst gerade alle Kinder. Alle werden geschlagen von ihr. Na gut, das ist eine gute Grundeinstellung erstmal. Bist du? Der sagt nur, oh, hast du ein Einhorn auf dem Pullover? Und Skadi, nein! Doch, ich sehe doch ein Einhorn. Das ist mein Einhorn! Das kann nur ich sehen. Kannst du das etwa sehen? Clarity. Aber da ist doch das Einhorn. Nein! Oh, das Fenster zu schnell! So.
den Zähnen. Die hat gerade, ey, die ist so aggro im Moment. Nein, du Volumen. Ey, guckt ihr sich voll ab? Oh, das habe ich ja schon oft gelesen, dass, dass dadurch auch eine Autismusdiagnose bei Geschwisterkindern sehr schwer ist, weil die so viel abgucken. Wenn man erstmal denkt, das haben die sich abgeschaut und dabei, manchmal sind das wirklich auch autistische Kinder. Ne? Man geht erstmal davon aus, dass sie sich das alles abschauen. Das ganze Gehabe. Na gut, aber die ist nicht autistisch. Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt hör auf, ey. Nein, ich erzähl's dir, weil das ist so üblich, ne, dass, dass die Kinder sich so viel abgucken. Oh, das macht mich aber wahnsinnig, das Abgucken. Das hilft ja nichts. Augen zu und durch. Stimmt's? Naja, Augen auf und durch, würde man sagen. Die guckt sich sogar an, wie man Bananen frittiert. Ist ja, das essen wir hier auch. Nein! Nein! Nee, wir essen wir gar nicht frittierte Bananen. Ja doch, diese... Nein! Würstchen kann man frittieren. Fleisch! Aber doch keine Bananen. Jetzt für Simon hier der Blick auf unser schönes Essen. Marlies hat nämlich gerade gefüllte Paprika gemacht. Ich habe gehört, die ab heute in Sachsen-Anhalt, die ab seit fleischlosen Tag. Und hier ist so Fleisch, lecker Fleisch drin. Fleisch. Das Fleisch. So Simon, ich habe schon echt Hunger. Ich muss jetzt auch gleich Fleisch essen. Ich kann mich nicht mit frittierten Bananen jetzt zufrieden geben heute. Das geht nun wirklich nicht. Also deswegen, also schöne Grüße nach Sachsen-Anhalt. Auf alle Fälle an euch auch. Schön, dass ihr auch zuguckt. Ja. Ansonsten, ja natürlich, ich habe geplant, Flohmarkt zu machen. Das muss ich mit meiner Frau noch besprechen, wie wir das da machen. Ne, die muss mir ja, da, die muss mir ja dann zur Hand gehen, auf alle Fälle. Intensivst natürlich auch. Also schauen wir doch gleich mal, wie das aussieht im nächsten Jahr. Ja, schauen wir doch mal. Januar. Passt ja gut. Der 1. Januar ist ein Dienstag, der ist aber frei. Das ist Feiertag. Ist Feiertag, da kann ich das nicht machen. Also würde ich mal sagen, ich starte damit dann am 2., 3., 4. und 5. In den Tagen werde ich Flohmarkt machen hier vor dem Laden. Da wird der Laden offen sein, allerdings nur für Trödel und Kram. Und ich meine, ihr könnt die alle Räder kaufen, aber wie gesagt, bitte keine Reparaturen. Das werde ich nicht machen. Ich werde am 2., 3., 4. und 5. Werde ich dann Kram verkaufen. Und Marlies Kredenz dazu immer schön einen Kaffee. Ja, so wird es dann. Für dich oder was? Nur für mich und für treue Kunden. Gibt es auch einen Kaffee. Ja, werden wir so mal machen. Das wäre also mal so Begrüßungskaffee 2019 nennen wir das. Aber nicht Leute, die sie nicht mag. Okay, ihr müsst euch also auf die Marlies mag mich Liste. Die hat auch so eine Art Ausladungsliste für Kaffee. Also da müsst ihr euch dann rufschreiben lassen, aber ja. Und dann gibt es auch einen Kaffee. Das ist eine Auszeichnung. Das ist eine Auszeichnungskaffee, genau. Also wie gesagt, der 2019 Begrüßungskaffee und Begrüßungströdel. So nennen wir das. Und das ist wirklich nur dann am 2., 3., 4. und am 5. So sieht das aus. Ganz einfach. So mache ich das. So ist das jetzt geplant und so wird das dann gemacht. Wenn das dann natürlich Schnee fällt ohne Ende. Ja, mal ein bisschen Pech gehabt. Dann können wir halt nur drin machen. Dann werde ich nur drin ein paar Kisten aufbauen. Na, ansonsten steht halt auch draußen was, sodass die Leute auch sehen. Also da muss man natürlich aufpassen mit draußen den Stellen. Wie gesagt, da ist immer alles schwierig. Da klauen sie ja mal alles. Dann musst du dabei sein. Und deswegen muss ich dabei sein. Und deswegen kann ich auch keine Reparaturen machen für Fahrräder. Und ich will auch keine Reparaturen für Fahrräder machen. Nein, ich habe frei. Ich mache keine Reparaturen für Fahrräder. Da bin ich böse. So ist es jetzt festgelegt. Gut, okay, Simon, wir fangen jetzt an zu essen. Ja, also wie gesagt, nochmal der Schwenk. Hier, das hier drüben kannst du mal vernachlässigen, aber das hier, das ist doch so, darauf kommt es auch an. Ne? Also, bis gleich. Wenn eine Frau einen Sack aufmacht, das sieht denn so aus? Das weiß ich nicht. Na ja, komm. Kannst ja abschneiden. Ja, muss ich wohl.
ist. Ich muss vorher noch zum Copyshop und so was. Na, hoffen wir mal, dass es angeht. Wahrscheinlich nicht, aber... Mal ausprobieren kann man schon. Wahrscheinlich klappt das nicht. Ah ja. Guten Abend, liebe Leute. So, der Tag ist um. Wieder mal. Ich sitze wieder an der Kamera. Ich werde jetzt gleich schneiden. Es ist jetzt fast schon 23 Uhr. Ich habe nämlich gerade noch mit meiner Familie einen Film geguckt. Das machen wir auch ziemlich oft, ne? Abends oder so. Das Witzige ist, am Anfang gucken sie alle, am Ende gucke nur ich. Dann bin ich immer der Letzte, der durchhält. Die anderen sind alle eingeschlafen. Ja, so sieht's aus. Ich habe den Namen des Kanals wieder umbenannt. Wieder mal, weil ich finde, der Schwerpunkt liegt zu gleichen Teilen bei mir beim Fahrradladen, aber auch Familie. Es ist ja auch so, dass ab Anfang an ist die Familie mit dabei, Freunde mit dabei und Bekannte. Spinne hier. Und deswegen bin ich der Meinung, haben die auch einen Platz im Namen verdient, im Platz im, auf dem Kanal, im Titel verdient. Und dass man das mal anspricht, damit die meisten Leute auch vielleicht dann nicht ganz so enttäuscht sind, wenn dann da steht nur Fahrradsalon, dann ist das vielleicht für manche auch so, ach Mann, was macht der denn? Jetzt quatscht der nur über persönliche Probleme oder so und das ist ja jetzt gar nicht so ein Fachkanal oder so. Das sind wir ja eh nicht oder das bin ich eh nicht. Es ging nicht darum, hier irgendeinen Fachkanal zu machen. Das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen, das habe ich das letzte Mal, das ist schon sehr lange her, da habe ich das schon mal gesagt. Es geht nicht darum, dass ich hier einen Fachkanal mache, wo ich zeige, wie man Dinge repariert. Das machen genügend andere Leute, sondern ist schlicht und ergreifend einfach aus einer Idee entstanden, einfach aus einer Lust heraus, einfach mal zu zeigen, was man macht. Das ganze Projekt hat ein Kumpel von mir schon 2008 schon mal gemacht. Hat sich 365 Tage, ein Jahr lang live gestreamt im Netz. Und da durfte ich auch ein kleiner Teil sein von diesem ganzen Projekt. Ja, das hat mir sehr gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss man mal weitermachen. So, nun habe ich lange Pause gehabt. 2008 ist ja lange her. Also 2008 wollte ich dann weitermachen. 2009 wollte ich es machen. 2010 wollte ich es machen. Und so weiter. Ich habe lange Pause gehabt. Und bin jetzt wieder dazu gekommen. Vor zwei Jahren, sagen wir mal, bin ich dazu gekommen und habe gesagt, jetzt mache ich es einfach. Jetzt ist es einfach auch alles viel günstiger geworden, als es damals war. Und jetzt machen wir das. Und es geht darum, im Grunde genommen, das komplette Leben, wenn man so will, mal zu zeigen, wie ein normales Leben abläuft, mal zu zeigen, wie ein normaler Ladenbetrieb abläuft. Und vielleicht ist es nicht ganz normaler Fahrradladen bei mir, ja, aber es ist schon sehr viel Normalität. Also wie gesagt, hier ist nichts gestellt oder so. Und wenn was gestellt ist, dann sagen wir es vorher an. Ja. Also dann, wenn ich jetzt mal ein Video produzieren sollte, wo irgendwas gestellt ist, irgendwelche Szenen, irgendwelche Schnitte, irgendwas, dann würde ich es vorher auch ansagen. Ja. Alles andere ist so, wie es ist, so wie es läuft. Und dadurch, dass jetzt unheimlich viel Familie auch mit bei ist, gerade im Moment im Winter ist es ja jedes Mal so, bloß jetzt fällt es halt den Leuten auch auf. Das war im letzten Winter schon so und der Winter davor, falls der überhaupt schon drin war, war das auch so, dass Familie mit bei ist. Dadurch habe ich mir gedacht, muss ich den Ladennamen mal so ein bisschen da müssen die mit rein, ne? Wie gesagt, sonst sind so viele enttäuscht, die abonnieren und dann geht ja gar nicht um Fahrräder, jetzt geht es ja zum Beispiel um Kuchen backen, ne? Zum Beispiel, oder um, dass meine Tochter Probleme hat, dass sie autistisch ist oder so weiter. Aber es sind alle Probleme, die uns betreffen, die uns ans Herz gehen, die wo man ja vielleicht auch anderen Leuten und andere Leute treffen will und oder andere Leute mit ansprechen will und sagen und zeigen will, wie wir damit klarkommen und so. Und auch Leute, die einfach mal sehen wollen, wie ist es in Neukölln zu wohnen oder so, ja. Überhaupt als so eine recht große Familie, ja. Wir haben ja, also ich selber habe jetzt im Moment 4 Kinder, wir bekommen jetzt 5. Kind jetzt. Und wie ist das überhaupt in Neukölln, ja, für uns
Und das würde ich euch gerne zeigen. Und ich hoffe, ihr habt auch Interesse daran. Und ja, und da kommt halt alles auch auf den Tisch, ja. Alles, was uns interessiert, alles, was uns bedrückt und so. Alles, was meine Frau bedrückt auch, ja. Alles, was mich bedrückt, alles, was meine Kinder bedrückt. Das muss alles mal angesprochen werden. Von der schlimmsten Trauer, was wir jetzt ja letztens hatten, bis hin zum größten Glück. Was war schon, ich schon viermal hatte, Marlies schon dreimal und jetzt hoffentlich auch noch ein fünftes Mal wir beide miterleben dürfen. Wird einfach alles mit dabei sein und alles wird Thema sein. Vom widrigsten Regentag im Laden, geschäftlich gesehen, ja, wo einfach mal null Umsatz ist, bis hin zu, was weiß ich, wenn man mal ein Fahrrad verkauft hat für 600 Euro oder 700 Euro oder einen geilen Auftrag mit dem Cruiser oder so, ja. Wird alles mit dabei sein, ja. Also von bis geschäftlich, privat, es wird alles mit dabei sein. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, nenne ich das jetzt so, Familie Müller und der Fahrradsalon. Es gibt bestimmt tausend andere Namen, wie man es trendiger nennen könnte, damit auch Leute mehr drauf anspringen oder so, ja. Aber eigentlich ist es mir scheißegal. Mir geht es nur darum, die Leute auch nicht zu enttäuschen, die dann irgendwie gucken, oh geil, Fahrradsalon, abonniere ich mal und dann kommt irgendwie 3, 4, 5 Vlogs hintereinander, irgendwie irgendein familiärer Kram, der die Leute nicht interessiert und dann sind sie enttäuscht oder so. Und das will ich nicht. Ja. Na gut. Okay, das war's von mir. Heute hier. Es scheint Büchertag zu sein. Offensichtlich ist Büchertag. Also ich muss mal so sagen, ich habe ja gestern Bücher verkauft. Und das waren diese Kindlers Lexikon der Malerei. Das ist schon auf dem Weg. Und heute hat der nächste gekauft. Heute habe ich den Nobelpreis für Medizin. Ein geniales Werk. Also wirklich. Also wenn ihr euch für Medizin interessiert, holt euch dieses Werk. Das ist nicht mal teuer. Ich habe es jetzt weggegeben für 50 Euro plus Porto. Ja, das ist nichts. Das sind 6 Bänder, die sind richtig dick, die sind richtig voll, enthalten alle Nobelpreisträger, die Nobelpreis für Medizin bekommen haben, mit deren Arbeiten, warum, wieso, weshalb sie den bekommen haben. Also das ist wirklich super interessant, also da kann man wahnsinnig viel lernen. Und das ist ein Buch, man hat es in der Hand und man kann studieren. Also das finde ich ja total toll. Ich finde sowas richtig gut. Es ist, wie gesagt, schade, dass ich das weggeben muss, aber ich habe keinen Platz. Ich habe tausende Bücher, das könnt ihr mir glauben, das ist wirklich so. Und nicht tausende Bücher einfach zu verkaufen, sondern ich habe tausende Bücher selbst. Und ich habe nicht den Platz im Moment, um hier die hinzustellen. Ich habe Platz für ein paar gute Bücher, die habe ich auch vorne stehen. Also es sind sehr, sehr alte Bücher, die habe ich auch vorne bei mir in der Wohnung stehen. Alles andere ist eingelagert mittlerweile und ist dann halt auch ab und zu im Netz drin. Und ab und zu geht mal ein Buch weg. Also das ist das letzte Buch, muss ich sagen, vor diesen 2 Geschichten jetzt. Das habe ich vor 2, 3 Jahren verkauft oder so. Ja. Und jetzt, gestern die Malerei, heute der Nobelpreis für Medizin. Da habe ich mich gefreut. Also ich habe mich richtig gefreut. Ich hörte offensichtlich doch wieder ein Stück zurück vom Handy, vom virtuellen Stück zurück ins Haptische gekommen. Finde ich gut. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Interessiert vielleicht auch keine Sau, aber wie gesagt, das interessiert mich. Ich finde es sehr interessant, 2 Tage hintereinander Literatur, gedrucktes Wort zu verkaufen. Und das hat mich sehr gefreut. Und so mache ich weiter. Also, ich hoffe, der Name stößt nicht bei euch auf zu viel, Abneigung oder so. Und damit verbleibe ich und möchte sagen, wir sehen uns morgen eventuell, wenn was Aufregendes passiert. Wie gesagt, ansonsten, jetzt habe ich schon wieder 9 Minuten gelabert. Das muss ich ja, das wird ja sowieso ein eigener Vlog für sich, ne? Also, deswegen, macht es gut, bis dann. Ciao, euer Tommy. Schlaft gut.